Biomass Burner, hast du 10? Okay, das wäre mal ein Test wert. So, den hatte ich nämlich gesehen. Ein Sticker, nämlich ein Burntime von 100. Du kannst aus Oak Leaves kannst du 4 Sticks machen mit einem Electric Crusher. Da brauchst du auch wieder Strom für, aber ich glaube, das kriegen wir auch wieder raus dann. Das kannst du dann mit der Biomasse machen. Nee, Erde. Nee, Erde brauche ich nicht. Oder wir verbrennen das direkt in dem Biomass-Burner. Ich weiß noch nicht, ob das dann funktioniert. Was ist das für ein Burner? Denn braucht dieser Burner... Oh, den mal bauen? Braucht der Burner Energie, ist die Frage. Bio... Wo ist er? Bioma... Da ist er. Produce up to 2 Kilo pro Tick. Na, ich weiß ja nicht, das hört sich erstmal viel an, ne? Ich versuche den mal zu bauen. Was? Heat Cable? Da kommt jetzt aber schon Strom raus, ne? Nein, 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 kommt kein Strom raus, da kommt Hitze raus. Da kommt Hitze raus, das ist ein Hitzegenerator, das will ich ja gar nicht. Das will ich ja gar nicht, das heißt, wir werden die doch zu Stickies machen, genau. Oak Leaves, wir machen die zu Sticks. Wir machen die Oak Leaves zu Sticks mit einem Electric Crusher. Electric Crusher. Electric Crusher. Dort ist er. Zeig mir mal deine Infos. Use RF to crush items and can accept speed and... Okay. Den bauen wir. Was ist das? Nuclear Craft. Das ist, glaube ich, die erste Maschine, ne? Copper Wiring. Oh, Mann. Kann sein, dass wir ein paar Maschinen dafür brauchen von Nuclear Craft. Dann ist das eben so, ne? So. Die Upgrades packe ich mal hier rein. Dann gucken wir mal, dass wir das Ding herkriegen. Also, Copper Wiring. Da gibt es auch keine Alternativen, ne? Das heißt, wir brauchen eine Manufactory. Eine Manufactory. Da ist er doch. Na, na, na. Ach man, aber dafür brauchen wir eine Heavy Duty Works. Das ist mir zu viel, oder? Das ist mir echt zu viel Arbeit. Ich hole mir mal so ein Leaf. Kann man die nicht direkt verbrennen? Ich wollte eigentlich jetzt nicht so so riesengroß mit einem neuen Modpack anfangen. Ehrlich gesagt. War das jetzt nicht so, was ich wollte. Hier haben wir doch so ein Ding. Okay, der kann das nicht. Wir müssen auch noch was anderes finden, das geht so nicht. Ein Leatherator. Um den Crusher zu bauen, müssen wir so viel Schrott machen. Das ist echt heftig. Aber da müsste ich mir schon fast
Muss ich mir schon fast eine neue Hütte machen für Nuclear Craft, ne? Aber um das effektiv auszunutzen, müssen wir das vielleicht dann doch machen. Tough Alloy Ingot. Basic Plating. Mit einem Assembler kriegen wir das hin. Iron Plate. Okay, das sind die gleichen Bauteile. Assembler. Was kostet denn so ein Assembler? Hä? Okay, wie denn geschrieben? Also, okay, für den Assembler brauche ich auch die Workbench. Okay. Heavy Duty Workspace. Tough Alloy braucht dafür und diese Basic Plating. Und Basic Plating Lead Coal Dust. Hört sich erstmal teuer an, ne? Dafür sollten wir aber dann schon für Nuklearkraft irgendwo was herstellen, ne, wo wir das machen können. Ich würde das hier gerne, ungern nochmal hier rein ballern. Mitten rein. Also erstmal ergänzen wir das hier. Dass wir es nicht vergessen. So, die Erzverdreifachung ist durch, ne? Energie ist ein großes Thema im Moment. Wir können aber... Die Dierherstellung ist durch, Freunde. Die Dierherstellung ist durch. Wege, Küche, Schlaf und Lager sortieren. Ja, da ist... da müssen wir auch mal so einen Schrägstrich machen und vielleicht ein ME-System machen, ne? Mal sehen. Stahlwerkzeuge. Stahlwerkzeuge, Werkzeuge. Okay, und dann müssen wir halt da noch hinschreiben, das war... Leaves verarbeiten, ne? Und dann müssen wir, ja, ich schreibe mal Leaves verarbeiten. Leaves verarbeiten. Was bedeuten würde, dass wir Nuklearkraft machen müssen. Leaves verarbeiten, was ja nicht schlimm wäre, ne? Wir könnten ja theoretisch, wir sind ja mit den Diamanten fertig, mit der Holzkohlefarm auch, könnten theoretisch ein neues Modpack anfangen. Nuklear-Craft jetzt so geschrieben, ich weiß es nicht. Jetzt ist es halt so geschrieben. So. Wie ist es denn geschrieben? Nuklear-Craft, ja, passt doch. Das passt doch alles. So, aber nichtsdestoweniger will ich jetzt die Energie updaten. So, Energy Cube. Energy Cube. Energie. Kube. Energie Kube. So, okay. Basic natürlich nicht. Advanced. Vielleicht bauen wir jetzt echt mal eine Elite und haben wir 12,8 Millionen da oben auf dem Baum. Das sollte eigentlich für alle Anwendungen reichen. Also noch, ne? Vielleicht bauen wir auch ein Ultimate oder, boah, unendlich, ne? Was heißt Infinite, unendlich, ne? Ja, wir müssen mit dem anfangen. Es nützt nichts, meine Freunde. Wir brauchen Enriched Alloys und ich glaube zu wissen, dass wir da einige von brauchen. Aber Redstone, man kann noch diese Enriched Alloys... Also man muss das ja hier in dem Metallurgic Infuser mit Redstone füllen, ne, als Energie. Man kann, Redstone ist ja dann nur 10 Energie, das heißt nur für ein Eisen, das hier durchschmilzt, kriegen wir dann die ein Redstone kostet ein Eisen und dann kriegen wir ein Ding da, ne? Und ich glaube, man kann die irgendwie verarbeiten, dass ein Redstone mehr
Energie liefert, sag ich mal. Nur ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Da gibt's eine Maschine für. Da gibt's ganz sicher eine Maschine für. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Enrichment Chamber, genau. Compressed Redstone. Und der liefert mehr Energie. Von einem Redstone kriegen wir Compressed Redstone mit Energie. Und der liefert dann, da kriegen wir dann mehr von. Und das ist ein Enrichment Chamber. Ich glaube, der ist nicht so teuer, ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine aber nicht. Okay, wir brauchen zwei Circuits und ein Steel Casing. Aber das müssten wir hinkriegen. So, das ist es. Nee, Moment. Ich will das Steel Casing erstmal haben. So, das hier ist Steel. Jetzt haben wir keinen Sand, ne? Wir haben keinen Sand und kein Glas. Zu allem Übel. Ich glaube, wir müssen mal jetzt irgendwo hinfliegen und mal einen ganzen Sack voll Sand holen, weil wir haben echt immer Sandprobleme. Ja, kann ich nur so viel gucken. Wir haben kein Glas. Also da kommt Osmium hin. Haben wir im Keller noch Glas? Dass wir wenigstens den Enrichment Chamber fertig kriegen würden. Ein Sand. Hier erst eine Scheibe. Klarglasscheibe. Ja, schade. Da unten, was ist das? Sechs Glas, okay. Gehört da eh nicht hin. Sechs Glas. Das heißt, wir können tatsächlich diesen Enrichment Chamber vielleicht sogar noch fertig bauen. Jetzt habe ich da überall Osmium hingemacht. Frag mich mal warum. Ich weiß es nicht. Da kommt nämlich Schatal hin. So, jetzt müssen wir das noch machen. Und zwar ein Redstone. Ich glaube, das war Eisen. Und jetzt müssen wir noch die Circuits machen. Da brauchen wir die. Wir haben noch ein paar fertige. Auch ein bisschen Gummi dabei. Was ist da das? War das auch noch? Nee, Gold Nuggets. Ich dachte, wir haben noch einen Buschen Harz rumliegen. Dann können wir das nämlich gleich verarbeiten. Also hätten können. Jetzt nicht. So, und dann war das mit Rotstein, ne? Guck mal, ich habe mir was gemerkt. Und wir brauchen eine Eisenplatte. Eine Eisenplatte, beziehungsweise zwei Eisenplatten. Da haben wir einen. Zack, zack. Und bam. So. Zack, fertig. Okay. Dann haben wir die beiden Circuits fertig und die kommen dann links oben und unten und wir haben ein Enrichment Chamber. Wird langsam voll, ne? Ja, wird langsam voll. Zack, Energie hat er. Wie sieht's denn bei dir aus? Alles kein Problem. Schön. Also der Enrichment Chamber sieht vernünftig aus, ne? Und das Ding sieht aus wie ein Krüppel. Okay, jetzt können wir da Redstone reinpacken und ich bin mal gespannt, wie viel Energie das denn tatsächlich bringt. Wir machen mal zwei, weil. Nee, machen wir mal fünf. Komm. Fünf. Weil wir werden einiges an Eisen da durchbraten müssen. Machen wir so. Enrichen das. Holen uns währenddessen ein bisschen Eisen. 13. 14, 15, keine Ahnung. Jetzt haben wir einen davon. Und jetzt testen wir das mal. Wir packen den da rein. 80. Faktor 8, Freunde. Faktor 8. Vorher waren es 10, jetzt sind es 80. Das ist ja krank. Das ist ja richtig viel. Zack. Boah. Okay, wir müssen 16 machen. 16 davon. Das ist ja eine Wertsteigerung um das Achtfache. Krass. Ja, hätte man das mal früher gemacht. Man weiß es halt nicht besser nicht. Jawohl, jawohl. Okay, macht nichts. Okay, wir kommen schon klar damit.
Damit müssen wir halt leben, dass wir manchmal unfähig sind nachzugucken. Was wollten wir denn bauen? Energie, ne? Wir wollten Energie bauen. Energie, Energie, Freunde. Energiekube. Energiekube. Und zwar müssen wir mit dem anfangen, ne? Und wir brauchen für jeden Energiekube zwei davon. Für jeden Energiekube brauchen wir zwei davon. Das heißt, 2, 4, 6, 8 Stück. Wir brauchen 8 Stück davon. Oh, hier sind schon die Atomic. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Dinger machen wir jetzt fertig. Ich will jetzt den Ultimate Energy Cube haben. Und da ziehen wir jetzt durch, Freunde. Okay, nix. Okay, nix, Freunde. Also machen wir jetzt erstmal die fertig. Gold. Oh, oh, oh. 8 Stück. 8 Stück davon. Ja, haben wir den Mund nicht zu voll genommen? Ich hoffe nicht. So, 8 Stück. Wie gut, wenn man sich Rezepte merken kann. Rotstein drumherum. So. Das hätten wir auch. Und jetzt brauchen wir noch zu guter Letzt Enriched Alloys. Enriched Alloys. Enriched Alloys. Guck mal, da sind die 16 schon weg. Da können wir gleich nochmal zwei. Oh, jetzt können wir die nicht zurücklegen, ne? Können wir gleich nochmal zwei aufladen. Und nochmal 16 Eisen reinballern. Gut, dass wir nur 9 haben, ne? Holen wir gleich Eisen. Schwabbel, 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 schwabbel. Wie viele Blöcke haben wir mittlerweile? 48. 48 Blöcke. So, 9 haben wir gesagt, ne? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, und die 16 nehme ich jetzt mit. Hier läuft's auch. Hier läuft's auch flüssig, nimm. So und so. Und wir haben das ganze Inventar voll von dem Zeug. So, okay. Packen wir mal da rein. Das ist schon mal gut, ne? Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt geht's weiter in Form von Eisen und Steel Casing. Brauchen wir überall ein Steel Casing? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen überall den jeweils anderen Cube, ne? Steel Casing liegt. Steel Casing ist wo? Wir haben doch ein Steel Casing gemacht, ne? Wo habe ich es denn hingetan? Wer kann es mir sagen? Wer kann es mir sagen? Purification Chamber. Oh, wer hat den denn gebaut? Ach so, okay. Ich habe doch ein Steel Casing gerade gebaut. Freunde, bin ich denn Punch in die Birne? Mülleimer habe ich hier im Inventar, aber kein Steel Casing. Die Sawmilze, habe ich die jetzt hier? Wo ist das Steel Casing? Achso, das Steel Casing war für den, ne? Alles klar. Alles klar, ihr habt kapiert. Dann machen wir halt noch eins. Leichte Verwirrungen. Ich weiß selbst schon nicht. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit verschiedenen Glassorten geht. Ja, sicher. Alles kein Problem. So, jetzt bauen wir mal so ein Ding auf. Zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt aber Steel Casing dahin. Rotstein, ein bisschen Rotstein. Zack, so, wir haben den billigen. Wir haben den absolut billigen. So, jetzt machen wir den etwas teureren. Dafür brauchen wir hiervon wieder welche. Ja. Komm, gib mir den letzten auch noch mit. So. Halt, so. Gut, jetzt haben wir den Advanced.
Und jetzt will ich den Elite haben. Dafür brauchen wir Gold.